Bevor man fragt, wo ist denn das? Sei verraten, der Ludwigsburger Filmclub ganz spontan ist auf dem Gelände des Technikmuseums Sinsheim. Klaus hatte die Idee, Waltraud nahm sich die Zeit und Volker plante seine Wochenendfahrt um. Auch dabei Monika und Diana. Ja, einfach Frage und los geht's. Wo wir sind, ist vorne. In dem Fall, wo wir sind, ist oben. Genau. Ja, wieso sind wir denn heute hier? Gut, ich bin die Partnerin vom IG Süd-Vorstand. Was ist IG Süd? IG Süd ist die Interessengemeinschaft der süddeutschen LKW-Veteranen-Freunde. Und wir sind sozusagen Mitglieder und alle unsere Mitglieder haben Oldies, also von etwas neueren bis sehr, sehr alten Oldtimern. Und ja, und heute sind wir hier in Sinsheim und haben zusammen mit haben sozusagen die Kooperation hier und ja, dürfen unsere LKWs ausstellen. Da stehen sie in Reih und Glied, sehen aus wie neu. Die roten, die blauen, die grünen, die grauen und ein schwarzer. Wir sind Besucher des LKW Oldtimer-Treffens 2021. Bleiben wir bei diesem schwarzen Krupp. Sie waren nach dem Krieg die stärksten LKWs. So stark, dass die Alliierten das verboten hatten. Da war ich total runtergewirtschaftet. Ich habe nur Bilder. Ich habe jetzt nicht dabei, aber wirklich Arbeit. Haben Sie eine Übersicht, wie viele Stunden da reingelangt sind? Das habe ich nicht gemacht. Ich habe ihn gekauft. Ach so? Ich habe ihn gekauft. Aha. Ja, gut, dann frage ich auch nicht nach dem Preis, weil. Das ist ja nicht vor heute. Gleich daneben ein Mercedes. Aber niemand zu Hause. Einige frühe Mercedes-LKWs stehen hier. Ins Auge sticht die Farbe Blau. Ein herrlicher Lack, ohne die kleinste Roststelle. Der Eigentümer steht dran, ist aber nicht drin. Ein roter Magirus ist uns aufgefallen. Ein solcher Deutz fiel früher wegen des luftgekühlten Motors samt Geräusch auf. Fragen wir nach. Das Fahrzeug ist ein ehemaliges Feuerwehrauto. Baujahr 1967. War zuerst in Duisburg. Nach der Wende ging es nach Malchow im Osten. Dann ging es zurück nach Richtung Heilbronn. Dann wurde es umgebaut als Pritscher-LKW und seit 4 Jahren ist er bei mir in Aachen. Warum haben Sie jetzt den Trecker da drauf? Den Traktor habe ich drauf. A, weil es immer gut aussieht, wenn man was mitnimmt. Und B, Ballast. Also wenn er geladen ist, der hat wieder auch 700 Kilo, dann hupst er nicht so. Ah, das weil der ist platt gefedert, 10 Tonnen Fahrgestell, abgelastet auf 7,5 und wenn der komplett leer ist, dann ist halt ziemlich unruhig. So schauen wir weiter. 80 Laster der 50er bis 80er Jahre stehen hier. Ich bin also schon nach England, 3 Wochen England und auf dem Lasterleben, das ist mit einem Sohn dabei, der 6 war damals. Und das ist aber dann müsst ihr halt auch so Campingplätze in einem Zelt oder so was zu feiern. Also da kann man dann Schlafen wir auf dem Auto. Ja, und. Okay. Sonst, jo, das ist also anders wie die jetzigen Camper, die mit einem Wohnmobil kommen, wo der Kühlschrank drin ist und der Backofen oder Mikrowelle. Das ist pur. Was erzählen wir da? Das ist ein jahrelanger Wunsch und Traum. Ich wollte immer Lkw-Fahrer werden, aber wie das Leben halt so schreibt, kam es anders. Aber die Liebe zu den Lkws blieb immer und ich habe das Auto gesehen und habe mich verliebt und habe es gekauft. Und jetzt wird es halt gehegt und gepflegt und halt ein bisschen aufgebaut. Ja. Ein paar technische Dinge würde ich auch noch gern wissen. Das ist ein Mercedes LK 814. LK heißt leichte Klasse, wie die damals rauskam. Das ist ein 7,5-Tonner, aber das Besondere an dem Auto ist halt das große Führerhaus, das ist ein Fernverkehrsführerhaus. Das ist neu lackiert und der Rest ist nur aufpoliert. Da ist eine Hütte drin. Ja.
falls man graue LKWs sucht, hat man die Auswahl. So konzentrieren wir uns auf eine ehemals fahrende Arztpraxis. Heute ist es ein Wohnmobil der besonderen Art. Hat er viel zu tun? Hat er auch viel Ausbesserungsarbeiten? Nein, gar nicht. Nee? Nee. Überhaupt nicht. Alles so, wie wir das haben wollten. Wir haben ein Jahr gebaut, keine Frage. Aber ja, momentan ist es halt eben so, dass er mehr oder weniger fertig wird man nie. Aber das Hobby hält sich zeitlich in Grenzen, sag ich mal. Hat einen Vierzylindermotor und leider nur 90 PS. Man ist also sehr gemacht unterwegs. So. Also das, wo Sie jetzt stehen, das war mal der Warteraum. Also hier war ein Sitz und hier war ein Sitz, da konnte man dann warten. Das hier, da hat die Arzthelferin gesessen mit einem kleinen Schreibtisch. Und das hier, das ist jetzt zum Bad geworden, das waren zwei Umkleidekabinen. Und hier hinten war das Arztzimmer quasi. Hier war mal ein Schreibtisch. Und hier war eine Liege zur Untersuchung. Ha, das Kochfeld muss ja noch haben. Ludwig, kommst bitte raus. Ja, dann wünsche ich viel Spaß noch. Danke. Gute Fahrt und immer keine Platten, weil das ist auch nicht so lustig in dem Auto. Richtig, genau. Jetzt sehe ich, das ist ein Mac. Ja, Mac, ja. Und der ist aber in Holland gebaut. Der ist in Amerika gebaut, aber ich habe ihn importiert vor 6 Jahren. Wir haben früher einen Mac gehabt, in 61 Jahre. Aha. Und die habe ich mittlerweile nachgebaut, aber die ist bei einem Wohnwagen rein. Ja, das wäre das Sechste gewesen. Für die Langstrecke benutze ich immer diese. Es hat eine V8-Maschine von 14 Liter. Das ist eigentlich gleiche Motor wie in der Scania 140. Und da hat es 5 Gänge und 4 Gänge. 5 Gänge sind bei 4 Mal untersetzt. Da hat es 20 Gänge so eigentlich. Wow. Oh. Ich habe jetzt 6 Jahre und 130.000 gefahren. Ich habe 6 Stück für die Dinge. Oh. Alle rund de 60 Jahre. Ich fange dann mit 57 und bin jetzt mit einer beschäftigt von 77. Also für mich ist das ein ganz moderner Auto. Ja, man muss es nur akzeptieren, dass man so fahren und leben kann. Übernachten auf dem Autohof statt Campingplatz. Abgelegene Orte in der Natur zu erreichen, ist genauso unmöglich, wie durch die Enge einer Altstadt zu fahren. Für ihn gilt die Devise, der Weg ist das Ziel. Und er ist glücklich dabei. 10 nach 12 bin ich mit meinem Auto aus der Werkstatt rausgekommen. Da haben sie mir 2 Reifen drauf gemacht. Vorne. Geht man zu den Fahrern und hört einfach zu. So klingen Dialekte von hier und da. Aber mit Kabine, Fernverkehrskabine, so besser die in die Auto kommen. Die Zahl der Leute war, ich schätze mal, so 3.000 bis 3.500. Alles nette Typen, die gleich viele Geschichten und Episoden zu erzählen wissen. Ich hätte dir sagen, ich heb's Auto hoch und du siehst es, ne? Aber ich wollte nicht überfahren, ne? Ende es wird deutlich, auch das ist ein Hobby. Sicher sogar teurer als unsere Filmerei. Noch meiner. Noch ist auch nicht wahr. Woher kommt sie oder was ist?